Die Corona-Pandemie hat das Land nicht nur in eine schwere Gesundheitskrise gestürzt, sondern auch in die schwerste Wirtschaftskrise der Zweiten Republik. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mehr als eine 500.000 Menschen sind derzeit arbeitslos und das Arbeitslosengeld soll nicht erhöht werden. Braucht es hier also eine Vermögenssteuer? Und welche Regelungen gelten nun für alle, die im Homeoffice arbeiten? Das bespreche ich nun mit dem ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit. Hallo, schönen guten Tag. Ja, die Regierung und die Sozialpartner haben sich jetzt endlich geeinigt auf gewisse Regeln im Homeoffice. Da waren Sie ja anfangs immer ein bisschen verärgert, weil Sie gesagt haben, da gibt es keine ordentlichen Regeln. Die Leute wissen gar nicht, auf was sie sich jetzt mehr oder weniger einlassen, wenn sie jetzt im Homeoffice arbeiten. Können Sie jetzt zusammenfassen, welche Regeln nun für alle gelten, die im Homeoffice arbeiten? Ich möchte vielleicht einige Sätze zur Vorgeschichte sagen. Wir haben ja jetzt seit März des vergangenen Jahres die Situation, dass wir da eine ganz, ganz schwere Pandemie haben und praktisch überfallsartig über Nacht sehr, sehr viele Menschen ins Homeoffice mussten. Speziell im ersten Lockdown waren sehr, sehr viele zu Hause und mussten sich erst einrichten und einstellen auf diese neue Situation. In der Phase hat es viele ganz schnell entwickelte, handgestrickte Modelle gegeben, die auf der betrieblichen Ebene stattgefunden haben. Zum Teil waren das Betriebsvereinbarungen, die Betriebsräte gemacht haben. Viele Menschen haben sich das ausgemacht mit dem Chef, wie man das handhabt, aber es hat keine Spielregeln gegeben. Und im Verlauf der Zeit sind immer mehr Fragen aufgetaucht, na, wie ist denn das oder wie ist jenes? Und weil das so war, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich Spielregeln für Homeoffice, weil klar ist auch, durch die Veränderungen in der Arbeitswelt wird es auch weiterhin Homeoffice in Zukunft geben und daher braucht man das. Am Beginn der Debatte auch mit der Arbeitsministerin war natürlich die Frage, machen wir eine Homeoffice-Regelung oder machen wir eine Regelung für mobiles Arbeiten? Der Unterschied ist, beim Homeoffice bin ich zu Hause und habe zu definieren, wie Arbeit zu Hause stattfindet. Beim mobilen Arbeiten bin ich irgendwo. Und wenn ich nur als Beispiel herausgreife, die Unfallversicherung, dann ist es relativ einfach zu regeln, war eh nicht einfach, war auch kompliziert genug, aber dann kann man das irgendwie noch regeln, solange das zu Hause ist. Aber wenn ich beim mobilen Arbeiten mit dem Laptop im Gänsehäufe bin und dort irgendwie nebenbei arbeiten tue, auch, dann ist schon die Frage, was dort der Arbeitsunfall ist und was nicht, eine schwierige. Und daher haben wir dann im Verlauf der Debatte am Beginn gesagt, wir machen einmal jetzt nur eine Regelung für Homeoffice und wissen aber, dass wir in den nächsten Schritten auch darüber diskutieren müssen, wie regeln wir mobiles Arbeiten. Was ist jetzt geregelt in dieser Homeoffice-Vereinbarung und wer hat sie abgeschlossen? Wir haben hier verhandelt auf Sozialpartnerebene mit der Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und wir mit der Industriellen Vereinigung und haben im Dezember ein gemeinsames Papier fertig gehabt, das wir dann über Weihnachten und jetzt im Jänner auch mit dem Finanzministerium verhandelt haben und vor wenigen Tagen zum Abschluss gebracht haben. Die Betonung liegt jetzt bei dieser Vereinbarung darauf, das ist ein politisch vereinbartes Papier. Das sind noch keine Gesetzestexte, das sind noch keine Verordnungen. Also wenn jetzt jemand fragt, na, wie ist denn das ganz genau zu diesem oder jenem Thema, das kann man dann erst sagen, wenn auch die Gesetzestexte in der Umsetzung sind, respektive die entsprechenden Vorschriften und Verordnungen für die Finanzämter, für die Steuerberater und so weiter draußen sind. Aber den Inhalt der politischen Vereinbarung kann man so zusammenfassen. Erstens, es ist die Freiwilligkeit und es muss vereinbart werden. Also weder kann der Arbeitnehmer sagen, viertägige jetzt ins Homeoffice, noch kann der Dienstgeber sagen, du musst jetzt ins Homeoffice gehen, wir wollen die da nicht sehen, sondern die müssen das vereinbaren. Es muss der Schriftform, es unterliegt der Schriftform, das heißt, die müssen das vereinbaren und unterschreiben und dann gilt diese Vereinbarung. Und die ist nicht nur für beide Vertragspartner wichtig, sondern das braucht man dann auch später, wenn man steuerlich irgendetwas einreichen will. Denn wenn es keine Vereinbarung als Grundlage gibt, kann man auch nichts einreichen. Die zweite Geschichte ist die Betriebsvereinbarung. Da ist festgelegt, dass im Arbeitsverfassungsgesetz verankert wird, dass es sich um eine fakultative Betriebsvereinbarung handeln kann. Das heißt, der Tatbestand der Betriebsvereinbarungen wird um den Begriff des Homeoffice erweitert
Und da haben wir gesagt, das schauen wir uns dann auch an, wie das jetzt dann mit 2 Jahren funktioniert. Und wenn das nicht ausreicht, dann führen wir nochmal Gespräche, um auch eine erzwingbare Betriebsvereinbarung daraus zu machen. Aber jetzt ist es einmal fakultativ, das heißt eine mögliche Betriebsvereinbarung, aber nicht zwingend verpflichtend. Vielen Betrieben haben wir schon Betriebsvereinbarungen. In vielen Betrieben arbeiten die Betriebsräte gerade im Moment an der Umsetzung einer Betriebsvereinbarung. Wir haben alle Spielregeln des Arbeitsrechts auch für das Homeoffice definiert. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz gilt im Homeoffice, das Arbeitsruhegesetz gilt im Homeoffice und das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz gilt im Homeoffice. Und das ist deswegen wichtig, weil das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz auch regelt, wie das ist, wenn ich jetzt da vor meinem Computer sitze und ich sitze jetzt gerade bei mir im Büro, aber wenn ich zu Hause sitzen würde und lade mein Kaffeeheferl, weil es mir umfällt, irrtümlich in die Laptop-Tastatur, die mir der Dienstgeber zur Verfügung gestellt hat, dann ist es jetzt nicht, dass ich das zahlen muss, sondern das ist ein Verfahren im Zuge des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Sowas kann passieren und das haben wir jetzt auch rechtlich abgesichert. Wir haben den Arbeitnehmerinnenschutz abgesichert, was sehr wichtig ist im Hinblick auf die Evaluierung des Arbeitsplatzes. Da geht es um einen Schreibtisch, da geht es um einen Bürosessel und da geht es um diese Möglichkeiten. Und weil ja das Arbeitsinspektorat nicht so wie in einem Betrieb in die Wohnung kommen kann und sagen, ich überprüfe jetzt da deinen Arbeitsplatz, haben wir dafür auch eine Broschüre, einen Online-Prozess in Vorbereitung, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch genau darüber informiert werden, wie sollen diese Rahmenbedingungen sein und was brauche ich, damit ich auch zu Hause halbwegs ergonomisch arbeiten kann. Wir haben die Unfallversicherung geregelt, die ja befristet war, und das ins Dauerrecht übernommen. Und wir haben, was die Arbeitsmittel betrifft, klar definiert, dass der Dienstgeber verpflichtet ist, wenn er die Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, die digitalen Arbeitsmittel, das ist der Laptop, das ist das Handy, das ist möglicherweise, wenn man es braucht, auch ein Drucker und das ist entscheidend, auch die Datenverbindung. Auch die Datenverbindung muss zur Verfügung gestellt werden. Und wenn der Dienstgeber mit dem Dienstnehmer vereinbart, du verwendest deine privaten Sachen, also deine privaten Geräte oder deine private Datenverbindung, dann ist der Dienstgeber verpflichtet, eine Abgeltung zu leisten. Das ist keine Kann-Bestimmung, das ist eine Muss-Bestimmung. Also es muss Abgeltung geleistet werden. Und die Höhe, das muss man natürlich vereinbaren. Und das wird auch sehr, sehr unterschiedlich sein von Betrieb zu Betrieb und von der Anzahl, wie oft man Homeoffice macht, etc. Aber wenn der Dienstgeber jetzt vereinbart mit dem Dienstnehmer oder über eine Betriebsvereinbarung so und so viel Abgeltung gibt es, dann haben wir mehrere Dinge noch sichergestellt in dem Kontrakt. Erstens, die digitalen Arbeitsmittel sind kein steuerpflichtiger Sachbezug. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ich heute irgendwas kriege zur Benutzung von der Firma, ist das ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis. Und ich muss das versteuern, zum Beispiel Dienstauto oder solche Sachen. Wir wollten vermeiden, dass dann die Finanz sagt, naja, du kriegst einen Laptop und ein Handy und was weiß ich was. Ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis, das muss man alles versteuern. Das ist sichergestellt, dass das nicht stattfindet und dass das kein steuerlicher Sachbezug ist. Zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist, die Mehrkosten, die die Arbeitnehmerinnen im Homeoffice haben, Strom und so weiter, können ebenfalls von den Dienstgebern noch zusätzlich in Form von Pauschalien gegeben werden, insgesamt für maximal 100 Tage im Jahr a 3 Euro. Also 3 Euro pro Tag, das sind in Summe 300 Euro pro Jahr und das Ganze ist steuerfrei. Das heißt, wenn ich eine Vereinbarung habe, dass ich 300 Euro kriege, dann kriege ich diese 300 Euro netto und es gibt keine steuerlichen Abzüge. Auch das ist entsprechend sichergestellt worden. Herr Katzin, ich muss Sie jetzt kurz unterbrechen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu den anderen Themen, die wir jetzt dann noch auf der Ich hätte Agenda noch haben. einen Punkt, der wichtig ist, wenn ich den noch sagen darf. Ja, bitte. Wir haben über das hinaus auch noch festgelegt, dass es 300 Euro pro Jahr als Werbungskosten gibt, wenn ich mir einen Schreibtisch oder einen Schreibtischsessel und diese Dinge kaufe. Und das Entscheidende ist nur, wenn ich die 300 Euro von der betrieblichen Ebene nicht ausschöpfe,
weil ich halt nicht so oft im Homeoffice war und dann nur 200, dann kann ich die restlichen 100 Euro über die Werbungskosten absetzen. Ich finde, das ist ein feines Paket, was uns da gelungen ist. Also das ist jetzt mal alles, was die Regeln zum Homeoffice betrifft. Das steht jetzt mal schwarz auf weiß. Das haben Sie auch sehr gut jetzt erklärt. Der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara hat gesagt, wenn wir jetzt einen längeren Lockdown haben, dann verursacht das eine Massenarbeitslosigkeit. Jetzt, wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang war ja die Möglichkeit des Freitestens, um aus diesem Lockdown herauszukommen, um in die Gastronomie zu gehen, um Veranstaltungen besuchen zu können. Dann war das aber vom Tisch, dann wurde der Lockdown verlängert. Jetzt gilt ja der Lockdown erstmals bis 8.2. Dann gibt es eine Öffnung von Schulen, Handel, Museen, körpernahen Dienstleistern. Aber die Gastronomie, der Tourismus und die Veranstalter müssen trotzdem weiterhin warten. Da heißt es von der Regierung, erst Mitte Februar wird einmal evaluiert, ob es für diese Sparten überhaupt eine Öffnung im März geben kann. Wenn man jetzt auch die Arbeitslosigkeit anschaut, da gab es im Dezember 2020 mehr als 520.000 Personen, die beim AMS als Arbeitslose und auch als Schulungsteilnehmer gemeldet waren. Was denken denn Sie, wenn jetzt der Lockdown dann noch mal in die Verlängerung geht? Wie viele Personen werden noch mehr arbeitslos? Also ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, weil da fehlt mir die Glaskugel. Die hätte ich allerdings manchmal sehr, sehr gerne. Aber klar ist, und das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, jeder Lockdown führt zu einer Steigerung der Arbeitslosigkeit. Und mit jeder Maßnahme, die gesetzt wurde, wo nicht aufgesperrt wird und wo die Leute nicht in die Arbeit gehen haben können, ist die Arbeitslosenzahl gestiegen. Wir haben jetzt, wer 26. Jänner, 534.000 Menschen ohne Arbeit. Wir haben demgegenüber 50.000 offene Stellen und die Situation ist wirklich dramatisch, vor allem auch deshalb, weil wir viele Menschen haben, die jetzt über einen längeren Zeit schon arbeitslos sind und daher mit einer Nettoersatzrate von 55% auskommen müssen. Und jetzt sage ich, das kann man schon eine gewisse Zeit vielleicht überbrücken. Aber wenn das länger dauert, die Leute haben ja Familien, da sind ja Existenzen aufgebaut worden, die Leute haben sich einen Kredit genommen für ihre Wohnungseinrichtungen oder für ihre Wohnung oder weil sie im Häusl irgendwas gemacht haben und auf einmal bricht hier eine Welt zusammen. Das sind die einen und die anderen sind die, die vorher schon so wenig verdient haben, dass die überhaupt nicht in der Lage sind, ihr Leben zu fristen und das droht, in die Armut abzugleiten. Das heißt, wir wollen natürlich haben, dass es keine Lockdowns mehr gibt. Und wir wollen natürlich aber anderen Seite auch haben, dass die Gesundheitskrise bewältigt wird. Und die Schwierigkeit, die ich habe, ich bin ja weder ein Virologe noch ein Arzt, ich bin ja auch auf das angewiesen, was mir die besonders gescheiten Menschen, die sich jeden Tag mit dem beschäftigen, sagen. Und die sagen, wir wissen einfach noch nicht nachhaltig, wie dieses England-Virus, Südafrika-Virus, Brasilien-Virus, also diese neuen Virenstämme, die sich hier entwickelt haben, wie sehr die dazu führen, dass die Pandemie wieder ganz schnell ausgebreitet wird. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer. Aber klar ist, um das auf den Punkt zu bringen, wir wollen, dass zumindest der Handel, die körpernahen Dienstleistungen und bald die Wirtshäuser wieder aufsperren. Weil neben dem arbeitsmarktpolitischen Schaden und den Schaden für viele Familien, kommt natürlich dazu, wenn die Leute so lange eingesperrt werden, dass viele schon irgendwie wucke werden und sagen, das darf ja alles nicht wahr sein, kann mit dieser Situation nicht mehr umgehen. Also wir haben auch psychische Belastungen, wir haben Spannungen in den Familien und das ist ein Cocktail, der für eine Gesellschaft nicht gut ist. Aber wäre es da nicht dann vielleicht besser, dass man das Arbeitslosengeld eventuell erhöht? Der Arbeitsminister Martin Kocher spricht sich ja dezidiert dagegen aus. Also momentan haben wir ja 55% auf den letzten Lohn und eigentlich fordern ja gewisse Sozialpartner auch, dass man jetzt 70% vom letzten Lohn Arbeitslosengeld bekommen sollte. Aber Martin Kocher sagt, nein, hier gibt es jetzt keine Erhöhung. Ist das dann überhaupt klug? Wir fordern seit langem eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70%, auch schon vor Corona. Und das wird immer damit dann abgetan. Und auch der Herr Arbeitsminister ist ja der Meinung, das kann man nicht tun, weil sie sagen, naja, da fehlt dann der Anreiz, eine Arbeit anzunehmen. Und da muss man halt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und gegenüberstellen, wie viele Arbeitslose gibt es? Das sind 540.000. Und wie viele offene Stellen gibt es? Das sind 50.000. Also über Anreiz braucht da mit mir niemand diskutieren, weil was heißt das? Anreiz hieße, wenn ich gleich viel habe,
Na bitte, da muss ich schauen, dass die Arbeit auch annehmen. Ne? Aber wenn ich ein Zehntel Angebot habe und 500.000 Arbeitslose, können die alle Arbeitslosen bis in die Haarspitzen motiviert sein, lauter Professoren, die werden trotzdem keine Arbeit kriegen, wenn es nur 50.000 gibt. Und daher muss man denen helfen, die Zeit der Arbeitslosigkeit zu überbrücken. Und die wird mutmaßlich nur eine Zeit lang dauern, weil so schnell wird es nicht gehen, dass wir aus der Krise raus investieren und rausstarten können. Und ja, natürlich bin ich dafür, dass das Arbeitslosengeld auf 70% erhöht wird. Und sogar wenn man es Corona-bedingt machen würde, könnte man sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wenn bestimmte Parameter erreicht werden, nimmt man es möglicherweise auch wieder zurück. Das war mal lieber, als man macht gar nichts. Aber da sagt dann der Herr Arbeitsminister, na, das können wir nicht machen, weil wenn man dann jemand was wegnimmt, dann ist der Aufschrei ein großer. Also erstens einmal, wenn man es vorher weiß, schaut es auch nochmal anders aus. Und zweitens, man könnte es ja an die Entwicklung bestimmter Zahlen am Arbeitsmarkt koppeln. Und dann kann man schon als Überbrückung das machen. Aber insgesamt wollen wir natürlich die 70% generell als Arbeitslosenunterstützung als Mindestmaß. Die Frage ist ja dann trotzdem, wie kommen wir jemals aus dieser Arbeitsmarktkrise heraus? Sehen Sie da vielleicht einen Anreiz, wenn man sagt, okay, jetzt führt man eine Millionärssteuer ein oder eine sogenannte Corona-Vermögensabgabe? Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir über solche Themen diskutieren. Ich halte beide Punkte, die Sie angesprochen haben, für relevant. Ich glaube, wir sind nur jetzt im Moment in einer Situation, dass wir nicht einmal noch wissen, ob der Lockdown am 8. Februar wirklich aus ist. Also ich würde ganz gern auch einen Überblick haben, wann geht es wieder weiter mit der Öffnung der Geschäfte und wann haben wir wieder Möglichkeiten, in die Arbeit zu gehen. Wie stellt sich das dann da mit dem Testen? Weil wir haben gesagt, wir sind fürs Testen. Wir sind auch dafür, dass bestimmte Berufsgruppen, die viel Kunden- und Patientenkontakt haben, dass die regelmäßig getestet werden. Das muss in der Arbeitszeit stattfinden. Das haben wir mit einem Generalkollektivvertrag auch entsprechend abgesichert. Und die Tests müssen jetzt breitflächig stattfinden. Und da begrüße ich alle Schritte, die dazu führen, dass es gute Testangebote im Betrieb und außerhalb der Betriebe gibt. Und die zweite Frage ist, wie schnell kommen wir mit dem Impfen weiter? Da haben wir im Moment wirklich eine freundlich formuliert sehr dramatische Situation, weil die Impfbereitschaft steigt, aber der Impfstoff steigt nicht mit. Und wir haben ganz offensichtlich da wirklich ein Problem. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich würde mich impfen lassen, aber wenn es keinen Impfstoff gibt, wie soll das gehen? Und damit gerät auch in Gefahr das Szenario, das auch für die Wirtschaft gestrickt wurde, wo man gesagt hat, bis zum Sommer sind alle durchgeimpft, dann ist sowieso die Zeit, wo wir uns nicht so anstecken, weil wir viel im Freien sind. Und dann starten wir richtig durch und dann pusht der Arbeitsmarkt, die Betriebe werden wieder offen haben, Gewinne werden wieder gemacht werden und die Arbeitnehmer werden wieder Geld verdienen. Das sehe ich in Gefahr, weil ich nicht glaube aus heutiger Sicht, dass wir wirklich bis zum Sommer durchgeimpft sind. Damit sind wir im Herbst, da wird es dann wieder kalt. Und ich hoffe, dass alles getan wird, um zu verhindern, dass wir dann ab Oktober wieder von Lockdown zu Lockdown pendeln. Und daher ist es so wichtig, dass man jetzt auf die Teststrategie setzt, schnell schaut, dass man den Impfstoff kriegt, dass man da rauskommt. Und gleichzeitig müssen wir jetzt schon an den Konzepten arbeiten. Da haben wir der Bundesregierung Vorschläge gemacht, auch als ÖGB, als Arbeitnehmer, auch die Arbeiterkammer, wie man aus dem Ganzen wirtschaftlich wieder herauskommen könnte, wie man wieder Arbeitsplätze generieren könnte mit Investitionen, mit entsprechenden Programmen, parallel dazu auch mit Stiftungslösungen im Sinne von Inplacement-Stiftungen, etwa im Bereich der Pflege. Da gibt es fertige Konzepte und Programme, die da sind. Und ich erwarte mir, und ich habe das auch in einem persönlichen Gespräch mit dem Herrn Arbeitsminister besprochen, dass es darüber sehr rasch Gespräche und Verhandlungen gibt, damit wir nicht erst anfangen, wenn wir sagen, so jetzt war es aber auch mehr interessant nachzudenken, wie wir aus dem wieder rauskommen, sondern jetzt müssen die Vorbereitungen getroffen werden. Und Sie haben vollkommen recht. Am Ende des Tages stellt sich immer die Frage, wer zahlt es? Und da bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Breite Schultern und sehr breite Schultern können viel tragen. Ganz schmale Schultern können sehr wenig tragen und ein Zniechtel kann gar nichts tragen. Und diese Verteilungsdebatte, die werden wir führen. Und das sage ich allen, die glauben, wir können dann bei den Sozialsystemen und beim Gesundheitssystem sparen. Wir sind vorbereitet auf diese Debatte.
Herr Katzian, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank auch Ihnen, alles Gute, bleiben Sie gesund.